Sag mal, gibt's hier einen Trick oder was? Was? Gibt's hier einen Trick? Oder ist das nicht immer an? Ja. Was ist das nicht immer an? Alles umsonst gewesen. Ich so. Oh ja, das wäre bitterböse. Aber ich müsste so lachen, glaub ich. Gibt's hier einen Trick? Warte mal. Stopp, warte mir, steht was drauf. Das ist eben das ganze Restzeug, was ich nicht kenne. Stopp. Nie stopp. Wahrscheinlich dann. Nee, also normalerweise muss ja jetzt schon was rauskommen. Geh mal lieber weg. Das ist so peinlich. Ich hab doch zu. Das sind die letzten Krams oder so. Achtung. Sag mal, wieso bin ich denn so blöd? Warte mal, das hat einen ganz normalen. So, und jetzt? Jetzt dreh mal. Dreh mal um an dem. Wo? Hier? Mach mal vorne. Ah. Ja, genau. Und du bist unser Dummchen? Na, ich glaub das nicht. Hä? Hä? Daniela und Jörg machen sich Gedanken über die Nominierung. Ich finde sowieso nach einer Woche, die Nominierung ist ziemlich schnell. Mhm. Weil da hat sie eigentlich nur überhaupt nichts zu rauskristallisiert. Ich hatte mir vorgenommen, in der Woche mich mit niemandem zu vertragen oder zu streiten. Ja. Aber das kann ich mir vornehmen, wie ich will. Ich mach's eher anders. Also, weil dann, wenn ich dann nominieren muss, dann ist ja doof, wenn ich die alle leiden kann. Hab ich so gedacht, das ist total doof. Ja. Es ist wirklich blöd. Nee, ich finde es mit der Nominierung, das ist irgendwie blöd, so Ball. Weil da kann man vielleicht jemanden nominieren, der sich später als ganz toller Mensch rauskristallisiert, weißt du? Nee, also das finde ich ist schade da drin. Besten wäre es, wenn alle bis zum Schluss und dann wird der Sieger bestimmt. Das wäre. Naja, aber das ist ja dann, das ist ja das Spiel nicht. Das ist das Spiel nicht, ja. Das wäre schon cool, wenn du jetzt 3 Monate sich Fitness machen kannst in dem Haus. Ja. Ja, nee, das ist das Spiel nicht. Nee. Christian hätte ich wecken müssen. In Christian hätte ich wecken müssen. Warum? Ist es schon 21:15? Der wollte 21:15 geweckt werden. Soll ich den wecken? Mach mal. Brauche ich nicht so die Jungs rein. Nö, danach. Okay. Das wäre, nee, oder ich mach die aus und wieder an. Ja, so ist genau. Okay. Da hab ich dann, wisst ihr, dann hab ich jetzt gedacht, ich hab keine gebraucht. Genau. Ist es klug? Das ist klug. Der wollte wirklich aufstellen, ich krieg jetzt keine gelangt. Nein, der hat es zu mir gesagt, ohne Scheiß. Guck mal. Oh, guck mal. Oh, der. Jetzt gibt's Anschiss, jetzt gibt's Mucke. Aber du kriegst den. Ja. Sag, ich hab's dir gesagt gehabt. Ja. Du hast es vergessen. Okay. Warte mal, ich muss mir erst mal überlegen, was ich anziehe. Alles klar. Christian. Darf ich schon mal ein bisschen aufwärmen? Ja, klar, so, mich ein bisschen schon. So. Boah, gerade da, wo du massiert hast, jetzt alles hin. Ich massiere dich doch jetzt. Ach so, was ist das? Boxmassage, kennst du das nicht? Mhm. Das ist Massage 2000. Na, obwohl Boxmassage, glaube ich, so eine türkische Spezialität aus Mülheim. Boxmassage? Mhm. Brücken die sich da viel? Mhm. Ich hab auch Muckis. Hast du auch? Ne? Aber bitte, nur einmal möchte ich mit dir Armdrücken machen. Mhm. Guck mal, ich schwör's euch, bis jetzt hat mich noch keine Frau geschlagen beim Armdrücken. Egal ehrlich? Welches Alter, echt. Also entweder war Gleichstand oder nicht geschlagen. Hast du schon mit Steffi mit gemacht? Mit links bitte, ja, habe ich. Gleichstand. Steffi? Nein, Gleichstand, glaub ich doch. Gerade. Mhm. Ich hab doch viel längeren Arm wie du. Also was muss ich jetzt machen dann? Kannst nichts dagegen machen. Du hast Steffi die Gleichstand. Nicht geschlagen? Gleichstand. Gibt's ja nicht. Pass auf. Eins, zwei, drei. Oh. Mach bitte richtig. Oh, sagt er. Oh. Mach richtig.
Ey, ach du Scheiße! Ey, du kämpfst, Alter, du kämpfst ja richtig! Boah! Boah! Was ist die Art? Ey, das sind die Mülheimer Türken, leck mich am Arsch! Ey, weißt du? Oh. Aber trotzdem, mein Lieber, ich hab gekämpft! Ich hab gekämpft, ohne Scheiße! Scheiße, Mann, ist die stark. Die hat Mucki zu. Die hat mich fast geschafft eben. Leicht drin. Ja. Die ist stark. Und scheiße. Echt, ich hab eben so gekämpft hier, du. Ich war mal mit links schon. Links halt. Also dich will ich nicht heiraten. Wenn du da von der Art kommst. Oh nein, hast du noch nicht gekocht? Zack, los! Willst du ein Brot? Nee, danke schon. Ist ja nur Schweinefleisch drauf. Morgens kann ich eh nichts essen. Und Kaffee, genau, Kaffee. Morgen. Ja, dein Mann hat später nicht viel zu lachen hier. Ich bin aber so, ich weiß, ich kann nicht sagen, zum Beispiel, ob ich so stark bin. Ja, ich habe mich nur einmal geprügelt und das auch nur, weil ich mich wehren musste. Die schlimmste Schlägerin in ganz Frankfurt ist eine Türkin. Wie so schlimm schlägt sie sich ständig oder was? Also, echt, aber ich finde das echt, ich finde das primitiv, das schickt sich auch einer so eine Frau Girl Gang. Und ich bin schon mal jung. Du bist bestimmt so 17, 18 oder so. Weil wenn man ich schwör's dir, dir zuliebe, mag ich nicht. Okay, das mag ich auch nicht. Was magst du? Ey, boah, das ist ja das. Ja, aber solche Sachen mag ich nicht. Das ist eine Liste ohne Ende, was ich alles nicht mag. Aber guck mal, du kannst ja da denken, was ich nicht mag. Ich sag dir das. Aber ich habe zum, hab zum Beispiel festgestellt, Männer finden das ja auch nicht, jetzt sag bitte ehrlich, so toll, wenn die Frauen denen eine Ohrfeige verpassen. Das ist für die erniedrigend. Und das ist für mich auch so eine Art, auch wenn du es nicht so meinst, weißt du. Ich komme darauf nicht so ganz gut klar. Okay. In der Hinsicht. Streicheln? Ja, das ist doch kein Po-Platz. Darauf komme ich erst recht nicht klar. Auch nicht. Lass uns das jetzt nicht ausweiten. Wir gehen joggen. Wir gehen joggen, komm. Ich frage mich, was hier gerade läuft. Ist das Resignation? Verkennen die den Ernst der Lage? Ich meine, so ernst ist die Lage auch nicht. Nein, hier ist ernst, Lage ist ernst, aber hoffnungslos. Das ist aber so. Das aber du musst dir keine Sorgen machen. Das ist, der Lebensspruch ist ja, wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Also kein Problem. Also das ist jetzt die eiserne Reserve für den Buchstaben, der uns jetzt nach Flöten geht. Wir haben gar keine Buchstaben mehr. Wir haben erst ein I fertig, mehr nicht. Ich sag ja, jetzt, aber sonst haben wir alle Buchstaben fertig. Kein mehr. Nichts. 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 Noch kein anderes heil geblieben. Oh. Das E ist gebrochen, das T ist noch heil, ne? So ein zur Not nehmen, ja. So ein Not-T. Also haben wir ein I und ein T. Dein H, das H wollen wir gleich nochmal probieren, wenn es Wasser heiß ist. Wir können mal Z machen, einfach mal so, nur um zu testen. Was? Ein Z machen, nur um zu testen, ob das geht. Wieso? Auch einfach mal so. Ein Z? Ja, okay. War ein Witz. War ein Witz. Was war das? Ein Witz. Aha, na, der ist ja gut. Scheiße. Das weißt du einfach. Ja. Und deswegen, also ich fand mich zum Beispiel bei dem ersten Gespräch, fand ich mich ja so super lieb. Muss ich echt sagen. Fandst du die auch? Ich war doch echt lieb. Du warst als du was toll. Ja. Ich war doch echt das Zuckerengelchen. Vorsicht! Ah! Ist schon kaputt. Hier jetzt. Ist es schon kaputt? Ja, eingeknickt hier eben. Aber es ist noch nicht kaputt. Nee, naja. Es ist schon kaputt, aber noch nicht kaputt. Komm. Verdammte Scheiße. Das war's. Das war's. So, probieren wir es mit dem H. Vielleicht geht ja auch Schokolade. Nee, wirklich nicht. Über den Zuckerlook. Über wen? Über den Zuckerlook. Zuckerlook. Der Zuckerlook. Aber es ging oder irgendein dummer Bäcker kommt nachher und erzählt uns mal, wo der Fehler war. Das würde mich dann auch mal interessieren. So. Mein Onkel kommt dann. Trockene. Was habe ich dir beigebracht? Bleibst du mal da weg? Gehst du mal da? Du, lass doch, komm. Hättest du auf den Tisch lassen können. Hups, ziehen. Zieh oder stirb. Ich ziehe. Okay. Habe ich gesagt, die Wochenaufgabe ist scheiße? Habe ich gesagt, da sind zu viele Faktoren dabei, die wir nicht im Griff haben? Habe ich es gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, machen wir höchstens 30%. Wir wissen nicht, wie das mit dem Teig läuft. Wir wissen nicht, wie die Hauni-Lukas-Form ist. Wir wissen nicht dieses, wir wissen nicht jenes. Aber nein, ihr seid alles Sabbelnasen. Alles Sabbelnasen. Nee. Hey, aber gut, dass ich die Welle gemacht habe, sonst hätten die 50% verballert hier. 50%, um im Garten zu sitzen und blöd zu labern. Den ganzen Tag nur laber. Mann.
Wir setzen 50%, weil wir so cool sind, weil wir alle aus Großstädten kommen und unheimlich Ahnung haben von dem ganzen Scheiß. Hm. Alles Helden hier. Alles Helden. Ach komm, egal. Einer für alle, alle für einen. Das klappt schon irgendwie. Und wenn nicht, dann fliegt ihr alle raus.